Hallo Freunde, neues Video. In dem letzten Tutorial habe ich euch erklärt, wie man muss ein Gummifisch montiert, welches Dickkopfgewicht und Formen auswählt. Heute möchte ich euch zeigen die verschiedenen Gummifischtypen. Die bekannten Formen sind der Schad, der Finesse und der Gröb. Wir können sie unterscheiden, indem wir den Schwanz des Köder beobachten. Der bekannteste, der Schad, einfach zu erraten mit seinem Paddelschwanz. Diese Köder sind normalerweise Fischimitationen und machen viele Flanken. Perfekt Ködertyp für einfaches Einrollen und Schleppen. Die Slug oder Finesse-Köder sind am meisten länger und fein, mit einem Pintail. Sie sind super für Vertikalangeln oder kleine Zuppen am Grund. Any ideas? Die Grub oder Twists Köder haben einen curved feinen Schwanz. Er funktioniert selbst beim langsamen Amrollen wie ein Propeller und macht viele Vibrationen. Es gibt natürlich verschiedene Modelle und Aktionen. Zum Beispiel mit dem Shabu Curly schwimmt in einer eigenen Weise im Gegensatz zu Zandra. Sehr, sehr weit. Diese drei Ködertypen sind komplementär und hängt von der Art des Fischen ab, die sie machen möchten, der Art der Posten und dem Fisch, den sie suchen. Zum Beispiel im Meer, ich nehme immer eine Köder, wie die Futterfische anstelle. Wenn die Raubfische Ringe fressen, ich nehme eine Schad, wie das Swatchad, Schad GT, Neoschad oder das Pickfighter. Wenn die Raubfische Sandalen fressen, ich nehme der Fireril. In See, bei flachem Wasser, ohne Strömung, ich nehme einen Gröb mit leichtem Dickkopf für langsamen Einrollen. Es gibt natürlich andere Ködertypen, wie Kreatur, Wurm, Lizard, Squid, Grau, aber sie sind besondere. Vergessen Sie nicht, das Angeln ist immer probiert. Neue Stelle, neue Köder, neue Farbe, neue Technik, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Also, ich wünsche euch viel Erfolg und Petrial. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.